Ich darf mich vielleicht kurz vorstellen. Also die Anai hat mich schon vorgestellt. Ich bin der Stefan Meingast. Ich bin hier Postdoc am Institut für Astrophysik. Postdoc, was heißt das? Das ist vermutlich für die meisten, die keine akademische Laufbahn durchlaufen, ein Begriff. Postdoc ist einfach so eine Art Stellenwertigkeitsbezeichnung für Stellen, die man nach dem Doktorat annimmt. Ich habe hier 2017 mein Doktorat abgeschlossen und bin dann mehr oder weniger direkt in dieses Postdoc-Anstellungsverhältnis gegangen und habe auch mitunter das Glück, dass ich das jetzt schon im fünften Jahr machen kann. Also seit 2018 habe ich diesen Vertrag. Und das ist eigentlich recht außergewöhnlich, weil im Normalfall hat man in diesem Karrierestadium nicht die Möglichkeit, dass man so lange eine Stelle besetzt. Also im Normalfall hat man vielleicht 2, 3 Jahre und dann muss man wieder irgendwo anders hin. Das hat aber einen großen Vorteil und auch ist ein großes Glück für mich. Und zwar ist es so, dass man, wenn man irgendwie vielleicht nur 2 Jahre eine Stelle hat, dann kann man sich natürlich nicht um wahnsinnig große Projekte bemühen, die über mehrere Jahre laufen. Und bei mir ist es so, dadurch, dass ich hier schon Doktorat gemacht habe, dann in diese Postdoc-Stelle übergegangen bin, habe ich das Glück gehabt, dass wir auch sehr langfristige Projekte übernehmen haben können. Und eben das, was ich euch heute vorstellen will, ist eben dieses Projekt, an dem ich schon seit 2015 arbeite. Das hat diese Bezeichnung Visions. Das ist ein bisschen ein Scherz, ein Insider. Das ist eigentlich überhaupt kein Akronym. Wir haben uns für dieses Projekt haben uns verschiedene Akronyme überlegt, aber da haben wir uns im Team nicht einigen können. Und dann war das sozusagen eine Fortsetzung von meiner Dissertation. Aber das ist eine andere Geschichte. Wenn ich dieses Projekt jetzt zusammenfassen müsste in einem Satz, dann müsste ich sowas sagen wie, das ist ein Beobachtungsprojekt, das wir mit und an der europäischen Südsternwarte betreiben, indem wir über mehrere Jahre hinweg Sternentstehungsregionen im Nahinfrarotwellenlängenbereich beobachten. So, das ist jetzt ein schwieriger Satz gewesen. Das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich, dass die Begriffe, die da vorkommen, Sternentstehung, Nahinfrarot, dass die selbstverständlich sind, selbstverständlich für Sie im Publikum zu verstehen. Und deswegen habe ich mir überlegt, zu Beginn, das erste Drittel vielleicht oder die Hälfte von dem Vortrag, müssen wir so eine Art Crashkurs machen, was Sternentstehung und diese Begrifflichkeiten betrifft. Und ich habe die Erfahrung gemacht über die letzten Jahre, wenn man ein Thema verstehen will, ist es oft sehr gut, wenn man zu den Ursprüngen zurückgeht und herausfindet, wie man überhaupt zu einer gewissen Erkenntnis gelangt ist. Und der Begriff Sternentstehung ist ein super Beispiel dafür. Der impliziert ja schon, dass Sterne entstehen. Und das ist jetzt schön und gut, das kann man jetzt so dahinschmeißen, aber es ist alles andere als selbstverständlich, dass man überhaupt weiß, dass Sterne noch entstehen. Das ist eine Erkenntnis, die erst seit ungefähr, sage ich mal, 60, 70 Jahren, 70 Jahren ungefähr wirklich fundiert vorhanden ist. Und um diese Geschichte von der Sternentstehung zu verstehen, müssen wir ein bisschen eine Zeitreise machen. Da gehen wir jetzt zurück, ungefähr 180 Jahre. Und zwar die Astronomie hat eine gewaltige Revolution erlebt in der Mitte vom 19. Jahrhundert, wie auch jetzt zum Beispiel wieder durch eine technologische Revolution. In diesem Fall damals im 19. Jahrhundert war es die Einführung der Fotografie, fotografischen Technologie. Und wenn man das googelt und auf Wikipedia nachliest, dann sieht man sehr oft, die erste Fotografie kommt von Robert Cornelius, ist ein US-Amerikaner. Ist man sich nicht ganz sicher, ob das stimmt. Was ich aber, glaube ich, sagen kann, ist, dass der 1839 vermutlich den ersten Selfie gemacht hat. Die erste Fotografie ist vermutlich aber auch früher entstanden. Man hat dann natürlich sehr schnell erkannt, das Potenzial der Fotografie, auch für die Astronomie. Das wäre ja revolutionär, wenn man jetzt nicht mehr nur am Teleskop sitzt und durchschaut und Live-Messungen macht, sozusagen, oder Studierenden das diktiert, was man durch das Teleskop sieht, sondern wenn man mit der Fotografie Aufzeichnungen machen kann und dann diese Aufzeichnungen noch später zugänglich hat. Und das ist natürlich gemacht worden. Vor allem ist es gemacht worden, betrieben worden im Harvard College Observatory in der zweiten Hälfte vom 19. Jahrhundert. Da hat es eine ganz bestimmte Persönlichkeit gegeben oder eine Familie, den Henry Draper. Und deren Familie, der Henry Draper selbst, hat sehr viel an Teleskopen herumgeschraubt, hat versucht, die fotografische Technologie in Teleskope einzubauen, war auch erfolgreich damit. Und hat da zum Beispiel 1880 das erste Bild, also fotografische Aufnahme vom Orionnebel gemacht. Das schaut jetzt natürlich für heutige Standards furchtbar aus.
Aber für die Technologie damals war das revolutionär. Es war dann weiter so, dass der Henry Draper ist verstorben, aber die Familie hat sich dann sehr eingesetzt dafür, dass die Gelder von der Familie für die astronomische Forschung eingesetzt worden sind. Und sehr viel davon ist geflossen eben in dieses Harvard Observatory, wo man ein riesiges Programm gestartet hat, wo Tausende, Zehntausende fotografische Platten aufgenommen worden sind vom ganzen Nachthimmel. Das hat man sowohl von der Südhemisphäre als auch von der Nordhemisphäre gemacht. Man hat da einen gigantischen Katalog an Daten erstellt, was zum ersten Mal möglich war durch die fotografische Technologie. Und was man auch gemacht hat, man hat systematisch sogenannte Spektren aufgenommen. Und Spektren, was heißt das jetzt? Wenn man jetzt eine Lichtquelle hat, stellen Sie sich vielleicht vor, die Sonne oder von mir aus eine Glühbirne oder was auch immer, dann kann man dieses Licht zum Beispiel mit einem Prisma auf seine Bestandteile, im einfachen Fall jetzt auf seine Farben aufteilen, also von blau, grün, gelb zu rot. Und da gibt es verschiedene Arten eines solchen Spektrums. Ich blende jetzt mal alle ein. Und zwar, wenn man sich direkt die Lichtquelle durch ein solches Prisma ansieht, dann hat man einfach das gesamte Farbspektrum. Wenn man jetzt das Licht durch eine Gaswolke ansieht, wo zum Beispiel Wasserstoff oder andere chemische Elemente vorhanden sind, dann absorbiert dieses Gas bestimmte Wellenlängen und man bekommt ein Absorptionsspektrum. Nehmen wir jetzt den Stecken, vielleicht geht es damit besser. Das sieht man so ein Absorptionsspektrum. Und was man auch bekommt, ist, wenn man sich nur die Gaswolke anschaut, wo das Licht drinnen absorbiert und gestreut wieder emittiert wird, bekommt man ein sogenanntes Emissionsspektrum. Und das hat man systematisch damals gemacht und man ist draufgekommen, bei der wiederholten Beobachtung von Hunderten oder Tausenden von Sternen, dass ein bestimmtes Muster in so einem Absorptionsspektrum immer wieder auftritt. Und da hat man sich große Mühe gemacht, eine bestimmte Gruppe von, ich glaube, ausschließlich sogar Frauen damals, die sogenannten Harvard Computer, haben diese Daten ausgewertet. Das wäre ein Vortrag für sich selbst, über diese Persönlichkeiten zu reden. Und es hat sich zum Beispiel, die Annie Jump Cannon hat sich beschäftigt mit der Klassifikation von solchen Spektren. Sie müssen sich vorstellen, damals war die Annahme von der Komposition, von der Zusammensetzung von Sternen die, dass die Zusammensetzung gleich ist, die chemische Zusammensetzung, wie die von der Erde. Das hat man halt damals einfach noch nicht gewusst und man hat dann geglaubt und gehofft, dass man das Rätsel der Zusammensetzung der Sterne mit eben diesen Spektren lösen kann und hat versucht, einmal zuerst überhaupt eine Ordnung in diese Spektren reinzubekommen. Und man hat dann begonnen, diese typischen Muster, die man wiederholt sieht, in Sequenzen einzuteilen. Da hat man angefangen mit A, B und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Buchstaben das braucht haben, aber man hat es so eingeteilt in eine Sequenz. Und es war zu Beginn, hat man dann die Überzeugung gehabt, dass diese Sequenz, die man beobachtet, eine Entwicklungssequenz ist im Leben von Sternen. Und das ist jetzt vielleicht für die Studierenden da im Haus ganz interessant. Wir verwenden diese Klassifikation oder eine Abwandlung davon immer noch heutzutage und wir bezeichnen auch heutzutage immer noch bestimmte Sterntypen als frühe und späte Typen. Das hört man öfter und es geht zurück eben auf diese ursprüngliche Klassifikation, wo man geglaubt hat, das ist eine Entwicklungssequenz. Es war dann so, um 1920, 1925 steht da glaube ich herum, hat man diesen Code in diesen Spektren endlich geknackt. Und zwar hat es eine Persönlichkeit gemacht, die leider total unbekannt ist eigentlich. Es ist meiner Meinung nach eine Person, die sich einreihen sollte in Namen wie Albert Einstein, Charles Darwin und so weiter. Aber es ist leider so, dass auch in der Schule oder auch im Studium eigentlich sehr, sehr selten von dieser Person berichtet wird. Und es ist natürlich eine Frau, die damals untergegangen ist in der sehr männerdominierten Forschung. Und zwar ist es die Cecilia Payne oder Cecilia Payne-Gaposchkin, wie sie dann geheißen hat, nachdem sie geheiratet hat. Und sie hat sozusagen diesen Code von Spektren, hat sie geknackt. Und sie hat herausgefunden, zwei Sachen hat sie herausgefunden. Nämlich erstens, dass das keine Entwicklungssequenz ist. Die Sterne durchlaufen auch keine chemische Entwicklungssequenz. Sie hat herausgefunden, dass diese
Spektren, diese verschiedenen Typen, einzig und allein auf einen Parameter zurückzuführen sind, nämlich die Temperatur von Sternen. Das sieht man da rechts. Man hat, wenn man verschiedene Sterntypen in einem Diagramm aufträgt, wo man da jetzt die Temperatur kennt und da hat man die Helligkeit auf der Y-Achse, dann bekommt man so eine ganz charakteristische Sequenz. Das nennt man die Hauptreihe. Und die Sonne wäre zum Beispiel da herunten mit einer ungefähren Oberflächentemperatur von ein bisschen weniger wie 6000 Kelvin und einer Sonnenleuchtkraft. Und da gibt es eine eben viel, viel heißere, hellere Sterne und auch wesentlich kühlere Sterne. Und das andere, die andere Erkenntnis, die sie gewonnen hat, und das war auch wieder eine Revolution für unser Weltbild, war die, dass Sterne hauptsächlich aus Wasserstoff bestehen. Das war so eine revolutionäre Erkenntnis damals, dass das ihr niemand abgekauft hat. Die haben alle gesagt, das ist ein Blödsinn, das kann nicht stimmen, dass da so viel Wasserstoff vorhanden ist. Und man hat sogar sie dann nachher gezwungen, oder bin jetzt nicht sicher, wie es genau abgelaufen ist. Ich mache das mit dem, passt schon, danke. aber jetzt, wo war ich? Ja, genau, also sie hat das in ihrer, danke Stefan, sie hat das in ihrer Doktorarbeit verfasst, eben mit dieser Erkenntnis, dass die Sterne hauptsächlich aus Wasserstoff bestehen und sie hat dann auf Nötigung von dem Kollegium in ihre Doktorarbeit reinschreiben müssen, dass das sehr wahrscheinlich aber nicht stimmt, ihre Interpretation. Sie hat gesagt, sie hat das gefunden, aber sehr wahrscheinlich stimmt es nicht. Und ein paar Jahre später haben aber auch dann diese Herrschaften zugeben müssen, dass sie sehr wohl Recht behalten hat. Das hat natürlich sehr starke Konsequenzen gehabt, weil mit der Entwicklung von also verschiedenen Themenbereichen in der Physik ist man dann draufgekommen, dass bei diesen großen Mengen an Wasserstoff und Temperaturen, die da vorherrschen, diese heißen, hellen Sterne nur sehr kurz leben können. Also nur mehrere Millionen Jahre. Das war ein wichtiger Baustein schon für die Erkenntnis für die Sternentstehung. Ein weiterer Baustein, müssen wir jetzt einen Zeitsprung machen, müssen wir noch eins weiterspringen, hier noch Mitte, also ins Mitte des 20. Jahrhunderts, haben wir auch durch systematische Beobachtungen gefunden. Es hat ein armenischer Astronom gemacht, Viktor Ambazumian, hat gefunden, dass diese jungen, also diese heißen Sterne vermehrt in Gruppen auftreten. Und diese Gruppen sind in der Art beobachtet worden, dass sie eigentlich über die Lebenszeit einer Galaxie überhaupt nicht so bestehen bleiben können. Das heißt also, auch diese Gruppen von jungen Sternen müssen sehr jung sein. Also man hat schon erstens einmal die Erkenntnis, diese hellen jungen Sterne müssen von Haus aus, können nicht wirklich alt sein, weil sie einfach so schnell den Wasserstoff verbrauchen. Und zweitens treten sie auch in Gruppen auf, wobei die Gruppen an sich selbst auch nur über einen sehr kurzen Zeitraum existieren sollten. Und dann auch in der ersten Hälfte vom 20. Jahrhundert, wiederum durch die Fotografie, hat man angefangen, den Himmel eben, auch andere, Edwin Emerson Barnard hat es zum Beispiel gemacht, hat den Himmel kartografiert und hat solche Dunkelwolken festgestellt, also Flecken am Himmel, wo man keine Sterne sieht. Und damals hat man wilde Mutmaßungen angestellt, was das bedeutet. Wir haben da eine halbwegs modernere Aufnahme vom gleichen Feld aus dem Jahr 2000 circa. Und das war auch dann die Grundlage dafür, dass man herausgefunden hat, dass das Medium zwischen den Sternen oder der Raum zwischen den Sternen nicht leer ist, sondern mit einem Medium gefüllt, dem interstellaren Medium. Und diese Dunkelwolken, das weiß man heute, da kommen wir später noch drauf zurück, die bestehen hauptsächlich wiederum aus Wasserstoff, aber auch aus anderen Molekülkomplexen und auch interstellarem Staub. Also wir haben jetzt diese drei Zutaten im Prinzip, nämlich dass Sterne überhaupt nicht alt werden können, dass sie in Gruppen auftreten, die in sich auch eigentlich nicht sehr lange existieren können. Und wir haben ein Medium, in dem Material vorhanden ist, um Sterne zu erzeugen. Und dann war die Conclusion zur damaligen Zeit, dass die Sternentstehung eigentlich immer noch vorangehen muss in der Galaxie. Also da hat es auch viele andere Entwicklungen parallel dazu gegeben natürlich. Wir machen heute nur einen Crashkurs. Und die Geschichte hat sich dann in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts weiterentwickelt. Da müssen wir uns, um das zu verstehen, müssen wir uns das sogenannte elektromagnetische Spektrum ansehen. Stellen Sie sich einfach vor, Licht, so wie wir das sehen, ist nur ein kleiner Teil dieses elektromagnetischen Spektrums. Also dieser Teil, der da so eingezeichnet ist mit den Regenbogen. Es gibt aber auch Licht, sage ich jetzt einmal einfach gesagt, das wir nicht wahrnehmen können, das
kurzwellenlängiger ist, also mit höheren Energien, und auch langwellenlängiger ist. Und jetzt speziell im Bereich der Sternentstehung ist es ganz interessant, sich eben diesen Bereich anzuschauen, diesen Infrarotbereich und Mikrowellenbereich und Radiowellenbereich. Und das war dann wiederum möglich durch verschiedene technologische Entwicklungen, dass man so in den 60er, 70ern und 80ern eben gefunden hat, dass junge Sterne eben in genau diesen Dunkelwolken, die Barnard schon in den 20er Jahren gefunden hat oder gesehen hat auf den fotografischen Platten, dass eben genau da drinnen junge Sterne vorhanden sind. Man hat gleichzeitig gefunden durch die Radioastronomie, dass diese Dunkelwolken hauptsächlich aus Wasserstoff bestehen, aber auch verschiedene Kohlenstoffverbindungen vorhanden sind und auch interstellarer Staub. Und Staub in dem Sinn sind Siliziumverbindungen hauptsächlich. Also wir haben dann eben in den 70ern und 80ern war die Erkenntnis vorhanden, dass die Sternentstehung, die ja noch unweigerlich stattfindet, in diesen Dunkelwolken eben passiert. Und um diese Sternentstehung jetzt zu beobachten, betreiben wir zum Teil diese Infrarotastronomie. Jetzt müssen wir da zwei verschiedene Effekte verstehen im Infrarotwellenlängenbereich. Und zwar der erste Begriff, der dazu erklären wäre, ist diese interstellare Extinktion. Das kann man sich so vorstellen, das Sternlicht, das vom Stern zu uns kommt, das wird abgeschwächt durch das Medium zwischen dem Stern und uns. Und je mehr Material am Weg ist, umso mehr wird das Sternlicht abgeschwächt. Das sind Streuungseffekte und Absorptionseffekte, hauptsächlich von interstellarem Staub. Und das sieht man sehr gut da in dieser Aufnahme. Das ist vor ungefähr 20 Jahren gemacht worden. Das ist übrigens eine Gaswolke, die in dem Katalog von dem Edwin Barnard auch auftaucht. Das ist Barnard 68. Und da sieht man super eben diese Sterne rundherum und diesen totalen dunklen Fleck. Und das ist dunkel deswegen, weil kein Stern im Vordergrund ist und die Sterne, die hinter dieser Gaswolke liegen, die sieht man nicht, weil das Licht von dieser Wolke absorbiert wird auf dem Weg zu uns. Okay, darum schaut das total dunkel aus da. Was man jetzt aber machen kann, ist, wenn man sich das sogenannte Extinktionsgesetz ansieht, dann ist es so, dass wenn man zu größeren Wellenlängen geht, also in Infrarotbereich, auch Radiobereich, dass diese Extinktion sehr stark abgeschwächt wird. Also wir sind im optischen Bereich, sind wir ungefähr da. Da gibt es im Ultravioletten gibt's so einen Bump. Und wenn man in den Infrarotbereich geht, dann fällt diese Extinktion sehr, sehr stark ab. Und was man jetzt machen kann, ist, man kann eine Aufnahme von genau dieser Region machen mit einem Infrarotgerät, sage ich mal, in einem Infrarotfilter. Und auf einmal schauen die Sterne durch. Das ist eben genau der Grund, dass diese sogenannte Extinktion, die Absorption von Licht, wesentlich abgeschwächt wird im Infrarotwellenlängenbereich. Und was wir da sehen, sind nicht Sterne in der Wolke. In dieser Wolke entsteht gerade im Moment kein Stern. Das sind alles Sterne, die im Hintergrund liegen, die wir halt einfach nicht sehen im Optischen, weil das Licht absorbiert wird. Der zweite Effekt, der wichtig ist für die Infrarotastronomie, ist die sogenannte Emission. Da kann man jetzt gemeinhin sagen, jeder Körper, auch wir alle da im Raum, der Tisch, Sie, der Computer, wir alle strahlen, wir alle emittieren Licht, gemeinhin gesagt. Und in welchem Wellenlängenbereich wir aber dieses Licht ausstrahlen, hängt von der Temperatur vom Körper ab. Also wir sind ja relativ kühl, sage ich mal, mit so 36 Grad Temperatur. Da haben wir zum Beispiel hier eine Katze mit einem Infrarotgerät aufgenommen. Und da aufgetragen habe ich jetzt die Wellenlänge und sozusagen wie viel Licht emittiert wird auf der Y-Achse. Und da sieht man, das ist die Sonne, die eben das Maximum ihrer Strahlung im optischen Bereich hat, in dem wir mit unseren Augen sehr gut sehen. Das ist da ungefähr grau schattiert. Die Katze selbst strahlt auch, aber eben im Infraroten. Und die Molekülwolken, die wesentlich kälter sind, also da hat man Temperaturen von typischerweise 10 oder 20 Kelvin, also sag mal minus 250 Grad Celsius, die sieht man erst im fernen Infraroten dann. Und das kann man sich sehr gut veranschaulichen, wenn man da auf den Nachthimmel sieht. Da hat man, vielleicht sind einige Hobbyastronomen unter Ihnen, die Orion-Konstellation, da hat man jetzt den Orion-Nebel hier, die Gürtelsterne da
keine wunderschöne Aufnahme, aber es ist eigentlich, auch wenn man so am Himmel schaut, merkt man nicht recht viel. Wenn man jetzt aber die gleiche Region sich in diesem fernen Infrarotbereich anschaut, wo dieser Staub, wo diese Gaswolken zu leuchten beginnen, dann schaut die Sache so aus. Ist wahnsinnig hell dann. Und genau das, was man da sieht, ist jetzt zum Beispiel der Orionnebel, wo auch Sterne entstehen. Und all diese Strukturen, die man da erkennt, sind eben diese Dunkelwolken, diese Gaswolken, in denen vermeintlich Sterne entstehen. Jetzt mal das nochmal nebeneinander, damit man das gut sehen. Und was man auch machen kann durch moderne Beobachtungen, man kann sich das natürlich nicht nur in Orion anschauen, sondern am gesamten Himmel, da sieht man jetzt in einer Projektion den gesamten Himmel. Da wäre das galaktische Zentrum, da haben wir die Magellanschen Wolken. Orion wäre da ganz herüben relativ schlecht erkennbar in diesem Bereich. Und wenn ich mir jetzt den Himmel wieder in diesem Ferninfrarot-Wellenlängenbereich ansehe, dann schaut der so aus. Also der leuchtet richtig in diesem Bereich. Und da erkennt man ganz typisch eben die Milchstraßenebene, in der sehr viel Material, sehr viel Staub vorhanden ist. Die ist auch sehr hell dann dementsprechend in diesem Wellenlängenbereich. Aber nicht nur erkennt man da die Milchstraße, man erkennt auch einzelne Regionen überhalb oder unterhalb dieser Milchstraßenebene, die sehr charakteristisch eben Emissionen in diesem Wellenlängenbereich haben. Und jetzt kommen wir schon langsam dorthin, was wir mit dem Projekt machen. Jetzt schauen wir uns das ein bisschen näher an, zoomen wir da rein. Da sieht man jetzt, hier wäre ungefähr das galaktische Zentrum. Und da sieht man eben diese Dunkelwolken strahlen in diesem Wellenlängenbereich. Und man erkennt dann, wenn man sich das näher anschaut, dass viele oder die meisten dieser Objekte assoziiert sind mit diese superschönen Aufnahmen, die wir da meistens, also von, zum Beispiel von Hubble oder von anderen Geräten kennen. Und zum Beispiel Ophiuchus, von uns relativ schlecht erkennbar. Oder auch da herüben zum Beispiel, das kennt man vielleicht, den Pferdekopfnebel und den Flammennebel. All diese Regionen sind assoziiert mit Sternentstehung und dementsprechend auch mit solchen Dunkelwolken. Und da kommt jetzt das ins Spiel, was wir machen mit unserem Projekt. Mit dem Projekt Visions, hat den Untertitel Vista Star Formation Atlas. Wir schauen uns genau diese Regionen in sehr großen Flächen im Infraroten an, im Nahinfraroten, wo man sehr gut in diese Wolken hineinschauen kann. Wir machen das mit Teleskopen bei der europäischen oder mit einem Teleskop bei der europäischen Südsternwarte. Und ein paar kleine Fakten dazu. Das ist eine Durchmusterung dieser Regionen, die über circa jetzt 5 Jahre stattgefunden hat. Das letzte Bild ist im März diesen Jahres gemacht worden. Das Konzept haben wir erstellt 2015. Die Beobachtungen haben dann 2017 begonnen. Und wir haben insgesamt 600 Stunden Beobachtungszeit. Also umgerechnet sind das circa 60 volle Nächte Beobachtungszeit. Das klingt jetzt vielleicht so, na ja, okay, 60 Nächte ist viel Arbeit, aber kann man machen. Das ist unglaublich viel für Beobachtungen mit Teleskopen an der europäischen Südsternwarte, weil da ist sehr, sehr kompetitiv. Da muss man Anträge schreiben, damit man überhaupt wenige Stunden Beobachtungszeit bekommt. Wir haben insgesamt über 1 Million Aufnahmen gemacht. Wir haben 20 Terabyte an Daten gesammelt. Das klingt jetzt vielleicht für einen selbst recht viel. Das kann man immer speichern auf einem Computer. Aber jetzt im Maßstab zu anderen Observatorien ist das eigentlich relativ wenig. Also kann man, wenn man vielleicht einen guten Server hat, kann man das noch gut speichern. Es ist eine große Datenmenge, aber es ist im Vergleich zu anderen Beobachtungen nicht ganz so groß. Und insgesamt decken wir einen Bereich von ungefähr 650 Quadratgrad ab. So, jetzt geht's zum spannenden Teil, nämlich zu den Beobachtungen mit Teleskopen bei der europäischen Südsternwarte. Da müssen wir uns jetzt noch eine Sache vorher anschauen, die man beachten muss. Wir beobachten ja vom Boden, nicht vom Weltraum, diese Regionen, und da haben wir ein großes Problem, nämlich die Atmosphäre, die absorbiert in bestimmten Wellenlängenbereichen. Das heißt, wenn ich im Infraroten in die Atmosphäre schaue, kann es durchaus sein, dass ich überhaupt nicht durchsehe, weil alles Licht absorbiert wird. Und das passiert in bestimmten Wellenlängenfenstern. Also Sie haben da die Transmission sozusagen, wie viel durchgeht, wie viel Licht durchgeht als Funktion eben dieser Wellenlänge, und da wieder eingezeichnet den optischen Wellenlängenbereich, wo alles sehr gut transparent ist. Und wenn man dann in den infraroten Bereich geht, dann gibt es solche Fenster, in denen man beobachten kann. Und da gibt es auch Bereiche, in denen man überhaupt nicht durchsieht. Und wichtig da ist jetzt zu verstehen, dass diese
Absorption, die zum Beispiel bei dieser Wellenlänge stattfindet oder bei dieser, die ist hauptsächlich Wasser zu verdanken, also Wasserdampf in der Luft. Und was macht man da, um dieses Problem zu minimieren? Man geht in die Wüste. Und vielleicht kennen Sie das, das ist eine Luftaufnahme in der Atacama-Wüste gemacht. Da haben Sie das Very Large Telescope von der Europäischen Südsternwarte. Im Hintergrund zum Beispiel sieht man den Cerro Amazonas, wo das ELT gebaut wird. Und das Ganze, wenn man es nicht weiß, ist hier in Chile. Die Atacama-Wüste zieht sich darunter. Hier ist Santiago de Chile. Und mitten in der Wüste, 100 Kilometer entfernt von irgendeiner Stadt, befindet sich das Observatorium sehr, sehr abgeschieden. So, wie funktioniert es jetzt, da Beobachtungen zu machen? Das ist natürlich logistisch sehr aufwendig. Ich habe zum Beispiel jetzt das Glück gehabt, mehrere Male dort vor Ort sein zu können. Ich habe Ihnen da ein Foto von mir mitgebracht, wie ich vor einem dieser Unity-Teleskope stehe. Das ist jetzt 10 Jahre her, dass ich diese Aufnahme gemacht habe. War eine super tolle Erfahrung. Und da ist man dann auch natürlich mitten in der Wüste und sieht diesen Teleskopen sozusagen bei den Beobachtungen zu. Und die Beobachtungen selbst sind dann nicht so, dass man irgendwie neben diesem Riesenteleskop sitzt und vielleicht mit einem Computer arbeitet. Da gibt es einen Kontrollraum, in dem man da drinnen sitzt. Man sitzt da sogar zu viert. Mittlerweile, also wir sind zu viert gesessen. Da hinten ist einer, der das Teleskop steuert, also der ist nur für die Steuerung vom Teleskop verantwortlich. Und das ist der Instrument Scientist, der das Instrument bedient. Und wir zwar, das ist eine Kollegin aus Florida, wir waren da gemeinsam dort und haben dann dem gesagt, dass wir gerne hätten, und der hat das für uns dann ausgeführt. Und dann hat man natürlich rundherum da dutzende Bildschirme mit allen möglichen Statistiken, die man sich anschauen kann, die auch natürlich relevant sind für diese Beobachtungen. Und so sammelt man dann sozusagen seine Daten da vor Ort. Und jetzt ist es so, das war ein Programm, das war 2012, 2013, da haben wir ungefähr, ich glaube, 16 Stunden Beobachtungszeit gehabt, so in der Größenordnung. Vielleicht waren es 20, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und jetzt haben wir 600 Stunden Beobachtungszeit mit diesem neuen Programm. Was glauben Sie, wie oft war ich dort vor Ort beobachten? Einmal? Das wäre schön, ich war nämlich nie. Kein einziges Mal war ich für dieses große Programm dort beobachten. Und das ist sehr, sehr schade, aber es ist der Effizienz geschuldet eigentlich, dass man nicht mehr vor Ort beobachten gehen muss. Jetzt kommen ein paar langweilige Folien, dass ich Ihnen zeige, wie nämlich das jetzt funktioniert, wie man dort Beobachtungen macht. Also wenn man einen erfolgreichen Antrag einreicht, man weiß, was man beobachten will, dann gibt es mittlerweile einfach so ein fades Web-Interface, wo man seine Beobachtungen planen kann. Da kann man für alle möglichen Instrumente, kann man alle möglichen Parameter einstellen. Da muss man vorher hunderte Seiten Anleitungen lesen, natürlich, wie das funktioniert. Man muss es sehr gut auskennen mit diesen Geräten vor Ort. Das wird dann alles natürlich noch zweimal überprüft von der Europäischen Südsternwarte und bevor es überhaupt genehmigt wird. Und wenn es dann schlussendlich genehmigt wird, nach weiß nicht wie viel Dutzend Stunden Arbeit, kann man einfach auf eine andere Website gehen und dann sieht man ganz langweilig da, wie die Daten schon langsam so eintreffen. Das sind einzelne Beobachtungsnächte, da zum Beispiel Oktober 2021 bis Ende März 2022 kann man da zuschauen, wie die Daten eintreffen. Die bekommen dann sozusagen eine Note, A bis D ist das, D heißt, das müssen wir Namen machen, das ist schlecht gegangen, A heißt, das ist super, das kann es verwenden. Man hat dann auch die Möglichkeit als Beobachter, dass man denen schreibt und sagt, hey, bitte, diese Nacht, ihr habt es da auch hingeschrieben, aber da habt ihr einen Schaß gemacht, das ist irgendwas nicht passiert, irgendwas hat nicht funktioniert, dann machen die das, wenn es nett sind, nochmal. Also das funktioniert mittlerweile fast immer nur remote, total remote eigentlich. Man schreibt einfach eine E-Mail dann, wenn man irgendein Problem hat, aber im Prinzip sind die modernen Beobachtungen fast ausschließlich in diesem Modus. Wenn man einen triftigen Grund hat, dass man beobachten geht zur Europäischen Südsternwarte, kann man natürlich noch vor Ort sein. Also wenn ich jetzt weiß, ich muss unbedingt live die Aufnahmen sehen, damit ich die ein oder andere Qualitätskontrolle machen kann, dann kann man das angeben und schreibt rein, ich muss da vor Ort sein, weil A und B, und dann können die das genehmigen, dann kann man schon noch vor Ort beobachten. Ist aber nur mehr in Ausnahmefällen eigentlich so.
Wie kommt man dann zu den Daten? Ist die dritte langweilige Folie. Es gibt nämlich dann dieses sogenannte ISO Science Archive. Da gibt man einfach dann vielleicht seinen Namen ein oder eine Beobachtungsnacht oder die Nummer von seinen Beobachtungen. Und da kann man einfach da dann ankreuzeln, na, dieses Bild möchte ich haben und jenes. Und dann hackelt man das an, klickt dann oben auf Request und auf Download. Und dann muss man halt, je nachdem, wie schnell sein Internet ist, muss man halt ein paar Stunden vielleicht warten, bis man die ganzen Daten zur Verfügung hat. Also, es ist sehr, sehr schade. Man kommt natürlich zu unglaublich guten Daten in dieser Art und Weise. Aber mir tut es auch ein bisschen weh, dass ich jetzt mit diesem großen Programm eigentlich kein einziges Mal vor Ort sein habe können. So, was haben wir jetzt für ein Teleskop benutzt eigentlich da vor Ort? Da haben wir eine andere Aufnahme, wieder eine Luftaufnahme, wo Sie den Berg sehen, wo das Very Large Telescope steht. Das sind diese vier Unit-Teleskope. Und ein anderes optisches Teleskop hier. Das Teleskop, was wir verwendet haben, ist dieses Ding da. Und das stelle ich Ihnen dann gleich vor. Ich habe da eine eigene Aufnahme mitgebracht. Das habe ich gemacht von dem Hügel da oben aus. Ich war insgesamt dreimal dort in Chile und ich habe es in jedes einzelne Gebäude da geschafft. Bin überall reingekommen, auch in dieses Survey-Teleskop. Da bin ich nie reingekommen. Die haben immer irgendeine Ausrede gehabt, dass sie irgendwas reparieren müssen, ich weiß es nicht. Aber da habe ich überall reinschauen können und gerade mit dem Gerät, mit dem wir jetzt zu viel gemacht haben, das habe ich auch noch nie von innen gesehen, leider. So schaut das von innen aus. Das ist jetzt vielleicht ein, zwei Folien für die Hobbyastronomen unter Ihnen, die auch Teleskope zu Hause haben. Das Teleskop heißt VISTA. Das ist eine Abkürzung, das steht für Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy. Okay. Es ist ein RC-System mit einem Öffnungsverhältnis von 3,25. Das ist für die, gibt sicher Fotografen hier im Raum, ist so, ja, okay, ist eine recht schnelle, also lichtstarke Öffnung. Ich kann Ihnen sagen, für ein Teleskop dieser Größe ist das ein unglaublich lichtstarkes System. Also F325 ist sehr, sehr lichtstark, also sammelt sehr viel Licht für die Öffnung. Und normalerweise, wenn man mit Teleskopen arbeitet, hat man so Systeme F16, F30 oder so, also für die Hobbyfotografen unter Ihnen. Das Teleskop hat einen Hauptspiegeldurchmesser von 4 Metern. Im Vergleich dazu, das größte Teleskop hier im Haus, das steht da hinten oben, hat 80 Zentimeter Öffnung. Das ist auch für Hobbyastronomen unglaublich riesig, ein ganz ein tolles Instrument. Das größte Teleskop in Österreich hat 1,5 Meter Spiegeldurchmesser, ist auch wahnsinnig riesig und effizient. Aber dieses Ding hat halt einfach über 4 Meter Hauptspiegeldurchmesser. Und sogar der Sekundärspiegel, der da oben, ist auch noch über einen Meter groß. Und das Teleskop ist montiert in einer azimutalen Gabelmontierung. Was man da jetzt schon sieht, zum Teil ist diese Öffnung da, das ist der obere, das ist der Eingang vom Instrument, von der Kamera, das nennt man Workcam, das ist die VISTA Infrared Camera. Das ist ein bildgebendes Instrument, also man macht keine Spektren mit dem Instrument, man kriegt richtig Bilder raus. In einem Wellenlängenbereich zwischen, sag mal, ungefähr 1 und 2,5 Mikrometer, also das ist schon jenseits dessen, was wir mit unserem Auge sehen können. Es knüpft sozusagen an den optischen Bereich an. Mit einem für Teleskope dieser Größenordnung sehr, sehr großen Bildfeld, also 1 mal 1,5 Grad, ist wahnsinnig groß. Und da sehen wir noch einmal aufgetragen diese Transmission der Erdatmosphäre in diesen schwarzen Linien hier. Und diese eingefärbten Linien sind dann die Wellenlängenbereiche, in denen dieses Teleskop mit bestimmten Filtersystemen beobachten kann. Und da sieht man auch gut, dass die genauso definiert sind, bis auf diesen Bereich da vielleicht. Da gibt es auch ein kürzeres System, dass sie genau in diese Transmissionsfenster reinfallen. Da herunten sieht man die Kamera im Vergleich zum Teleskop. Also das ist vielleicht ein bisschen schwer erkennbar. Das ist sozusagen die Hinterseite vom Teleskop, wo man die Kamera, die ist so riesig, da sieht man im Vergleich dazu die Leute, die man da einfach reinschiebt. Und dann, wenn man vielleicht zurückgeht, dann erkennt man den vorderen Teil, der steht da so raus. Die Kamera selbst, die Detektoren selbst, das sieht man da, die sind angebracht in einer 4x4-Matrix, dann Infrarotdetektoren. Die Aluminium, Cadmium und Tellurid, glaube ich, heißt es auf Deutsch, Halbleiter ist, also im Gegensatz zu Siliziumdetektoren, die im Optischen sensitiv sind, hat man so eine Halbleiterverbindung, damit man im Infraroten beobachten kann.
sind sehr, sehr schwierig herzustellen. Und jetzt im Vergleich dazu, diese Fläche, die man beobachten kann am Himmel, diese 1 mal 1,5 Grad hat man da schön schematisch dargestellt, indem man da den Mond hinein, also so einen Halbmond hinein projiziert hat. Man sieht da sehr gut, dass zwischen den einzelnen Detektoren, die da vorhanden sind, dass da sehr große Spalte sind. Das heißt, damit ich ein ganzes Bild zusammenbekomme, muss ich so hin und her fahren mit dem Teleskop und mehrere Aufnahmen machen. Jetzt ist es auch so, dadurch, dass das Aufnahmen im Infraroten macht, wenn Sie vielleicht Fotografie oder Astrofotografie kennen, dann sieht man ja am ersten Blick eigentlich bei den Aufnahmen schon, okay, das ist vielleicht was worden, das ist vielleicht nichts worden. Das ist im Infraroten ist das ein bisschen anders. Ich habe Ihnen da jetzt von meinem Computer eine Rohaufnahme von diesem Teleskop rausgesucht. Und das schaut dann so aus, wo man alle möglichen Effekte rauskorrigieren muss. Da schauen wir uns vielleicht einmal diesen Detektor da unten näher an. Da sieht man richtige Muster drinnen, die vermutlich, das wird ein sogenanntes Fringe-Muster sein, das sind interne Reflexionen im optischen System. Also im Detektor vor allem und alle möglichen elektronischen Fehler, die man rauskorrigieren muss. Also es ist sehr, sehr aufwendig, damit man da überhaupt vernünftige, ausgewertete Messungen machen kann und zum Beispiel zu so einem Bild kommt. So, jetzt genug gelabert. Jetzt schauen wir uns mal ein paar schöne Bilder an, wenn man das alles da fertig bearbeitet hat. So hat es eine bestimmte Region, das ist jetzt auch in Orion ausgesehen, mit einem Projekt, das schon vor 20 Jahren gemacht worden ist. Die haben eben demselben Wellenlängenbereich beobachtet. Das ist ein junger Stern da, das sind ein paar andere Sterne im Feld. So hat diese Region ausgesehen, bevor wir unsere Aufnahmen gemacht haben. Also so hat man die zumindest so gekannt. Und mit unseren Aufnahmen schaut es jetzt so aus. Es ist wesentlich höher aufgelöst, wesentlich bessere Bildqualität. Man erkennt auch wesentlich mehr Sterne, die wesentlich schwächer sind. Und wir können da vielleicht noch ein paar andere Beispiele uns anschauen. Das ist eine Aufnahme im Optischen. Jetzt wieder auch in Orion wäre das jetzt. Und da sieht man sehr gut diese Strukturen von den Dunkelwolken und Sterne im Vordergrund. Und wenn wir jetzt die Aufnahme im Infraroten machen, dann sieht man da auf einmal rein und sieht genau diese jungen Sterne, die wir vorher da angesprochen haben, die alle möglichen Strukturen da drinnen entwickeln, zum Beispiel da oben auch. Eine Aufnahme habe ich noch, wieder im Optischen. Da erkennt man vielleicht schon die ein oder andere Struktur, aber im Großen und Ganzen ist es dominiert eben von dieser Dunkelwolke. Und in dem Nahinfrarotbereich schaut es dann so aus. Also da kennt man wunderbar, wie eben dieser Effekt der Extinktion dann vermindert wird, wenn man im Infraroten beobachtet. Also da wird einfach diese Absorption von der Molekülwolke wird minimiert und man kann richtig den Sternen beim Entstehen zuschauen. Da haben wir natürlich noch ein paar andere schöne Aufnahmen. Und wir machen ja die Bilder nicht nur dafür, dass sie irgendwie schöne Aufnahmen sind. Wir haben ja einen wissenschaftlichen Zweck natürlich dahinter. Da gibt es bei dem Projekt einige. Und ich habe für heute habe ich einen ganz bestimmten mitgebracht. Ich habe mir da ein Gedankenexperiment überlegt, das hoffentlich das vermittelt, wie komplex diese Aufgaben da sind. Und zwar, was wir versuchen mit diesen Aufnahmen, das habe ich vorher nicht dazu gesagt, wir machen nämlich nicht nur immer eine Aufnahme und dann schauen wir uns das anders an, wir schauen uns die gleiche Region über mehrere Jahre hinweg mehrmals an. Und der Sinn dahinter ist der, dass wir hoffen, und das funktioniert sicher auch, dass wir die Bewegung von diesen Sternen feststellen können. Jetzt ist es so, dass in der Astronomie oder auch der persönliche Eindruck, wenn man am Nachthimmel schaut, ist alles extrem statisch. Also es wird so sein, wenn man was nicht studieren beginnt und am Nachthimmel schaut und wenn man dann in Pension geht, schaut der Nachthimmel einfach genau gleich aus. Es ist einfach über den Lebenszeitraum von uns Menschen passiert nicht recht viel im Großen und Ganzen. Es gibt schon Phänomene, die auf Minuten, Stunden oder Tageslänge passieren, aber im Großen und Ganzen passiert sehr, sehr wenig. Das ist aber dem geschuldet, dass wir eigentlich nur, weiß nicht, 80 Jahre oder so leben. Wenn wir jetzt Tausende oder Hunderttausende Jahre leben könnten, würden wir über diesen Zeitraum sehr wohl eine Veränderung da feststellen. Die Sterne bewegen sich alle mit sehr, sehr hoher Geschwindigkeit sogar. Für uns nur nicht feststellbar, weil die alle so weit weg sind. Und jetzt, um zu verstehen, wie wir eben diese Bewegung von den Sternen messen, ist es ganz wichtig, einmal zuerst zu verstehen, dass wir einen Unterschied in der Position jetzt für Sterne nicht in erster Linie mit in Lichtjahren zum Beispiel angeben können. Und das habe ich da jetzt ganz gut hoffentlich illustriert. Wir haben da die Erdoberfläche und darüber projiziert ist eben die Himmelssphäre. Also man kann den Himmel genauso wie die Erdoberfläche eben in einer Projektion
darstellen. Man projiziert einfach diese Kugelfläche vom Himmel genau analog zur Erdoberfläche in eine solche Form. Und jetzt ist es so, hier auf der Erdoberfläche kann ich natürlich leicht sagen, da kann ich einen Maßstab angeben, wie weit ist jetzt zum Beispiel 1000 Kilometer, was entspricht es da? Aber das geht natürlich hier nicht, weil hier für jedes Objekt die Entfernung eine ganz andere ist. Auf der Erde sind wir, also abgesehen von den paar Kilometer Berge, die wir da haben, sind wir alle eigentlich näherungsweise auf der gleichen Oberfläche. Und um das vielleicht besser zu verstehen, habe ich da jetzt einmal von Google so einen Screenshot gemacht. Da hat man das Observatorium und da sieht man da in der Ferne, sieht man das wunderschöne AKH. Und wenn ich jetzt hergehe und ich sage, ich stelle mich da auf diesen Turm rauf und ich habe überhaupt keine Ahnung, welche Entfernung zwischen dem Observatorium und dem AKH ist. Ich weiß es einfach nicht. Das Einzige, was ich machen kann, um jetzt zum Beispiel festzustellen, wie weit die beiden Türme auseinander sind, ich kann einfach meinen Kopf bewegen von dieser Sichtlinie zu dieser Sichtlinie und kann den Winkel dazwischen messen. Aber ich weiß die Entfernung in Metern erst dann, wenn ich diese Entfernung da berechnen kann oder weiß. Das ist eine einfache Trigonometrie dann, da kann man auch mit dem Winkel, kann man sich auch dann die eigentliche Entfernung zwischen den Objekten ausrechnen. Aber wie in der Astronomie, wir wissen keine Entfernungen größtenteils, wir können immer nur den Winkel zwischen einzelnen Objekten feststellen. Und jetzt ist es so, dass eine typische Bewegung von so einem Stern ist so in der Größenordnung, diese Bewegung heißt Eigenbewegung, das ist im Englischen Proper Motion, ist in der Größenordnung von einer sogenannten Millibogensekunde oder weniger. Das ist jetzt wieder so ein Begriff in der Astronomie, wo wir die Probleme haben, dass wir in Größenordnungen arbeiten, die für uns einfach unverständlich sind. Also zum Beispiel mit Entfernungen arbeiten wir in Lichtjahren oder Parsec und so weiter, aber ein Parsec für uns ist schon unvorstellbar groß. Und wir erfinden uns dann eben solche Einheiten, damit wir das berechenbar machen. Also jetzt ganz grob ausgedrückt, ich habe dann ein Gedankenexperiment, um das zu veranschaulichen, eine Millibogensekunde. Oder ich sage es anders, eine Bogensekunde ist ein 3600stel von einem Grad und eine Millibogensekunde wäre nochmal ein Tausendstel von dem. Also kann man sich nicht vorstellen, was das eigentlich heißt. Drum machen wir wieder ein Gedankenexperiment mit Wien. Wir haben da wieder das Observatorium und ich nehme an, die meisten von Ihnen sind aus Wien und wir alle wissen, dass die Seestadt sehr weit weg ist, da oben, nämlich ungefähr Luftlinie, von da aus sind es ungefähr 13 Kilometer. Und jetzt habe ich so ein kleines Gedankenexperiment. Wenn ich jetzt wieder diese Entfernung da nicht kenne, ich kann wieder nur Winkel feststellen, ich kann auch meinen Kopf bewegen von links nach rechts. Okay? Wenn sich jetzt, wie drücke ich das jetzt am besten aus? Wie weit muss sich ein Objekt in der Seestadt bewegen, damit ich von hier aus einen Unterschied von einer Millibogensekunde im Winkel erkennen kann? Wie weit ist das? Okay? Ist das halbwegs verständlich, diese Analogie? Also wenn ich hier einen Unterschied im Winkel von einer Millibogensekunde messen mag, wie weit muss sich da draußen ein Objekt physisch bewegen in Meter? Also wie weit muss zum Beispiel ein Auto fahren, damit ich hier einen Unterschied von einer Millibogensekunde feststellen kann? Und das ist übrigens die eine Millibogensekunde, bevor ich jetzt die Auflösung da preisgib, ist genau das, was wir messen wollen. Also das ist genau die Genauigkeit, die wir brauchen, um diese Messungen festzustellen. Und das ist in der Größenordnung, jetzt habe ich noch doch mal die Frage da, hingeschrieben, das ist nämlich in der Größenordnung von 60 Mikrometer. Also wir müssen so genau messen mit unseren Instrumenten, dass wir von da aus in der Seestadt eine Bewegung von 60 Mikrometer feststellen können. Und ich habe das ausgerechnet und habe mir dann gedacht, okay, ich glaube jetzt gar nichts mehr, was ich da ausrechnet. Aber es funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut eigentlich. Sie können jetzt zum Beispiel sagen, na, der hat jetzt ein großes Teleskop, mit dem geht das eh leicht. Okay, schauen wir uns mal ein Beispiel an. Ich habe da ein Beispiel gebracht von einem Stern mit einer sehr, sehr hohen Eigenbewegung. Okay, der hat irgend so eine Telefonnummer, hat die Ausbezeichnung, der hat keinen Namen. Das ist eine Aufnahme aus dem Jahr 1998. Da kann ich jetzt eine weitere Aufnahme hinzugeben von 2011 und dann kann ich eine weitere Aufnahme hinzugeben aus dem Jahr 2019 von unserem Programm. Und bei diesem Stern erkennt man wunderbar, nur wenn man sich die Bilder anschaut, dass sich der da entlang von dieser Linie bewegt.
Jetzt sagen Sie, na, das ist eh leicht, kann man ja super leicht messen. Aber das ist eben ein Stern, der eine ganz außergewöhnlich hohe Eigenbewegung hat. Und um jetzt festzustellen, was wir eigentlich messen müssen mit unserem Programm, schauen wir uns wieder so junge Sterne an. Das ist eine Gruppe von 4 jungen Sternen, da sind auch nochmal 2, die in unserer Aufnahme eben vorhanden sind. Und wir wollen jetzt eine Millibogensekunde messen. Okay, jetzt müssen wir, damit wir da eine Millibogensekunde feststellen können, müssen wir da mal gewaltig reinzoomen. Zoomen wir mal da rein. Und da sieht man schon in den Aufnahmen die einzelnen Pixel von diesem Bild. Und jetzt, wenn wir sie ausrechnen, was eine Millibogensekunde ist, okay, ein Pixel hat 333 Millibogensekunden. Das heißt, eine Millibogensekunde, oder sagen wir ein bisschen weniger wie eine Millibogensekunde, ist ein 500stel von so einem Pixel. So genau müssen wir messen können. Und das war dann für mich auch so, okay, ja, wird schon funktionieren. Und es ist tatsächlich funktioniert, weil die Aufnahmen wirklich eine sehr, sehr hohe Messqualität haben. So, was bringt es jetzt alles, dass man das macht? Es bringt sehr, sehr viel, weil nämlich durch diese Messung von Bewegungen wird auf einmal eine weitere Dimension zugänglich. Das kann man da sehr schön illustrieren. Das ist jetzt nicht von uns, das ist von der Gaia-Mission. Das sieht man da wieder als Beispiel. Die Orion-Konstellation, Betelgeuse, die Gürtelsterne, und da hat man dann den Orionnebel. Und da kann ich jetzt ein Video starten. Das wäre übrigens Aldebaran, wenn ich mir nicht schon verschaue. Wie sich diese Sterne bewegen. Da hat die ESA, die das Video gemacht hat, die haben leider vergessen, da einen Zeitbalken hinzuzufügen. Also ich vermute, das ist in der Größenordnung von Hunderttausenden bis Millionen von Jahren, also Hunderttausenden Jahren ungefähr. Aber sie haben leider vergessen, da hinzuzufügen. Und da sieht man jetzt in dem Video, wie sich diese Sterne bewegen. Da sieht man, wie sich Aldebaran bewegt, da pfeift einer durch. Da haben wir eine Gruppe von Sternen, die in die gleiche Richtung fliegt. Das sind die Hyaden, das ist ein Sternhaufen, ist sehr gut auch mit dem freien Auge sichtbar. Und man erkennt auch sehr schön, Betelgeuse wandert raus, auch die Konstellation verändert sich. Also wenn man diese Bewegungen messen kann von den Sternen, hat man auf einmal die Dimension der Zeit zur Verfügung und man kann feststellen, wo sich Sterne hinbewegen oder wo sie herkommen. Und da habe ich jetzt Ihnen ein Experiment mitgebracht. Das ist jetzt auch noch nicht von unserem Programm, weil das ist jetzt zu Ende gegangen mit den Beobachtungen. Aber wir können uns zum Beispiel jetzt die Frage stellen, mit diesen schönen Aufnahmen, die wir da haben, von diesen jungen Sternentstehungsregionen, woher kommen die eigentlich? Warum sind die überhaupt genau da, wo wir jetzt sind, dass wir so schön hinschauen können? Und da müssen wir noch einen Schritt zurück machen. Da haben jetzt Kollegen aus den USA haben eine Arbeit publiziert mit einer Hypothese, wie eben überhaupt es zu dieser Sternentstehung gekommen ist. Und zwar müssen wir uns da anschauen, was auch passieren kann in einer Galaxie oder in einer Sternentstehungsregion. Es ist ja, vielleicht kennen Sie den Begriff der Supernova. Am Ende von einem Sternleben, von einem sehr massereichen Stern, kann es passieren, dass der seine Masse in einer sehr großen Explosion ausstößt. Und dann passiert es, dass, also da braucht man glaube ich mehrere Supernovae dafür, dass das Material rundherum so richtig aufgestaut wird. Das sieht man da sehr schön in diesen sogenannten Bubbles, bezeichnen wir das. Das sind Aufnahmen, die entstanden sind von der großen Magellanschen Wolke. Da haben wir nochmal so eine schöne Aufnahme. Und die Kollegen jetzt in den USA, die haben jetzt postuliert, dass diese wunderschönen Sternentstehungsregionen, die wir da mit unserem Teleskop beobachten, dass die alle entstanden sind aufgrund eines sogenannten Sweep-Ups, also aufgrund dieser Masseansammlung am Rand von einer sogenannten Bubble. Und die haben da ein schönes Video produziert und die haben das nur feststellen können, indem man eben die Orbits von Sternen, also die Bewegung von Sternen über Millionen von Jahren zurückrechnet und auch nach vorne rechnet. Schauen wir, ob das Video da halbwegs gut funktioniert. Da hat man jetzt mal einen Blick von der Galaxie, zoomen wir rein ungefähr, wo die Sonne sein soll. Und die Theorie von denen ist, dass eben eine Supernova-Explosion oder mehrere, das sieht man jetzt dann glaube ich gleich, da fällt ein Einser, das sollte 14 heißen, das haben sie leider abgeschnitten, diese Supernova-Explosion angefangen hat, jetzt idealisiert in einer Sphäre ungefähr zu Beginn diese Blase zu erzeugen und dann an der Oberfläche sind diese Sternentstehungsregionen entstanden, wo das Material zusammengestaut worden ist. Und da sieht man jetzt wunderbar, geht's weiter, auch jetzt die Sonne, wie sie sich durchbewegt durch diese
durch diese entstehende Blase. Und da haben die Kollegen auch einen wunderbaren Zusammenhang festgestellt, weil nämlich die Sonne ungefähr vor 7 Millionen Jahren in diese Blase eingedrungen ist, also in diese expandierende Supernova-Blase. Und das ist vielleicht zufällig, also ich bin noch nicht ganz überzeugt, ob das stimmt. Das stimmt überein mit bestimmten chemischen Zusammensetzungen, die wir auch in der Erdatmosphäre finden, in der Erdkruste, die man erwarten könnte, wenn man in so eine Supernova-Schockfront reinfliegt. Da haben auch die Kollegen aufgelistet. Und wir hoffen jetzt auch natürlich mit unseren Aufnahmen, da so ähnliche Methoden, Erkenntnisse zu gewinnen und hoffen natürlich auch, dass diese Messungen der Bewegungen wunderbar funktioniert. Und damit, ich glaube, ich habe eh schon fast eine Stunde gesprochen, würde es jetzt beenden. Und Oliver hat mich gebeten, als letzte Folie noch eine Werbung einzublenden für nächste Woche, aber natürlich vorerst einmal nächstes Monat, im Jänner. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr, ja. Aber natürlich vorher, also falls Sie Fragen haben, sehr gerne. Ist alles klar. Bitte. Ganz zu Beginn. Ja, so wo man diese Milchstraße gesehen hat, wo du gesagt hast, jetzt beginnen wir eigentlich das. So diese Folie? Ja. Und dann die nächste, glaube ich, wo du dann, genau, dann hast du gesagt, wir schauen uns da verschiedene. Genau, wir schauen uns da diese verschiedenen Regionen an, ja, genau. Ja, ich verstehe die Frage, man muss sich das vorstellen, die Aufnahme, die ist ja, also die Erde ist ja da in dem Bild nirgends platziert, das ist ja die Ansicht vom Nachthimmel im Infrarotwellenlängenbereich von uns aus gesehen. Okay? Das heißt, alles, was ich jetzt da in eine bestimmte Sichtrichtung sehe, befindet sich natürlich auch da. Das ist einfach die Projektion der Himmelssphäre in diese Karte hinein. Also die Erde oder Sonne ist da nirgends so drinnen, das ist einfach die Ansicht von uns vom Himmel. Okay? Bitte. Diese minimalen Winkelabweichungen bei Sternen, die sich bewegen, wie kann man sich da sicher sein, dass das nicht durch Ungenauigkeiten in der Positionierung Das ist eine sehr, sehr gute Frage, ist auch sehr schwierig zu beantworten, weil, wie Sie richtig sagen, wenn man die Messung macht, man bekommt ein Ergebnis, woher weiß ich dann, dass das stimmt und nicht einfach aufgrund eines Messfehlers so vorhanden ist. Und diese Frage wäre, glaube ich, nicht beantwortbar gewesen vor ein paar Jahren, weil man keinen Vergleich hat. Also es ist ja immer gut, wenn man seine eigenen Messungen vergleichen kann mit Messungen, die mit einem anderen Instrument vielleicht besser gemacht worden sind. Und wir haben jetzt das große Glück, dass es eine Satellitenmission gibt von der ESA, nämlich Gaia, die ganz, ganz hochgenaue Messungen macht, was Positionen und auch Geschwindigkeiten betrifft. Das Problem, also Gaia ist eine wunderbar tolle Mission. Unser Survey ist komplementär deswegen, weil Gaia nur im Optischen beobachtet. Das heißt, Gaia sieht diese ganzen jungen Sterne, die in diesen Wolken drinnen sind, sieht es einfach nicht. Aber um jetzt dieses Problem zu minimieren, können wir für Sterne, die Gaia ebenso sieht, diese Messung machen und dann vergleichen, passt meine Messung zu dem, was dieser Satellit gemessen hat. Und der hat aber so gut gemessen, dass wir da gar nicht hinkommen können mit unseren bodengebundenen Beobachtungen. Und wenn das zusammenpasst, dann sind wir sehr, kann man den Messungen sehr gut vertrauen. Also wir haben zum Glück jetzt einen Vergleich, den wir machen können, der vor ein paar Jahren noch nicht möglich gewesen wäre. Gaia hat das Problem insofern nicht, weil Gaia intern sich selbst kalibriert. Also das sind die Messungen so hochgenau. Also ich bin jetzt kein Ingenieur, der bei der Gaia-Mission arbeitet, aber das haben hunderte Ingenieure überprüft.
Und man muss sogar zum Beispiel die Position vom Satelliten wird vom Boden beobachtet, damit da jede Kleinigkeit irgendwie berücksichtigt wird. Aber es ist eine sehr legitime Frage, ob das überhaupt vertrauenswürdig ist. Die Frage kann man sich zum Beispiel stellen, wenn zum ersten Mal die Daten daherkommen, kann man sich fragen, hey, stimmt das überhaupt? Und man kann dann wieder Vergleiche anstellen und man kann auch Messungen machen mit diesen Daten und schauen, ob die logisch konsistent sind. Und das sind sie sehr, sehr wohl. Also das macht alles sehr, sehr viel Sinn. Also zum Beispiel, was man im Video gesehen hat vorher, diese Bewegung von dem Sternhaufen in eine Richtung, das ist physikalisch total konsistent. Also das passt. Aber es ist richtig, dass man irgendwo grundsätzlich muss man das auf ein Vertrauenslevel bringen, dass man sagt, okay, ich vertraue diesen Messungen. Wir mit unserem Fall haben Glück, weil wir sagen können, die von Gaia haben das so gut gemacht, das stimmt, was die gemacht haben, die haben sehr gute Messfehler auch im Katalog und relativ zu diesen Messungen können wir unsere Beobachtungen dann auch vergleichen. Und da bin ich sehr froh, weil ich habe den Vergleich schon gemacht und das stimmt. Also bitte. Das Also in diesem Fall, was wir machen tatsächlich jetzt im Vergleich zum Hintergrund sozusagen. Weil Sterne, die ganz weit weg sind, die Bewegung von denen können wir mit unseren Aufnahmen nicht messen. Die sind so weit weg, dass die Bewegungen noch viel kleiner sind wie diese eine Millibogensekunde. Die sind wirklich statisch im Bild. Aber was Gaia betrifft, die machen das absolut intern, die Kalibration. Ja, also auch Gaia hat ein Referenzsystem, nämlich sogenannte Quasare, die ganz weit entfernt sind und die sich auch überhaupt nicht bewegen. Und anhand von diesen Referenzpunkten kann man dann auch relativ dazu die anderen Positionen berechnen. Aber in dem Fall ist es kein Problem, weil wir sehr gut auf diesen Referenzwert von Gaia vertrauen können, aber zusätzlich eben noch in diese Wolken hineinschauen können. Und da muss man halt vertrauen, wenn ich die Messungen rundherum sehr gut mache, dann würde ich auch sagen, dass die Messungen in der Wolke dementsprechend auch gut passen, dass die Kalibration dementsprechend gut ist. Aber es ist sehr, sehr schwierig, solche hochgenauen Messungen zu machen. Das ist auf alle Fälle nicht zu unterschätzen. Ah, Fabian. Was du denn? Genau. Das ist, glaube ich, also bin jetzt kein Experte, jetzt bin nicht mehr am neuesten Stand, was die Extinktion betrifft. Also ich habe sehr viel gearbeitet im Bereich von Staub. Aber wenn ich jetzt nicht irgendwie eine grundlegende Arbeit verpasst habe in dem Feld, dann ist es immer noch unbekannt, woher dieser Bump kommt. Es ist generell schwierig, im interstellaren Medium festzustellen, welche Materie da vorhanden ist, welche Moleküle, welche Zusammensetzungen vorhanden sind, weil die Messungen einfach dementsprechend schwierig sind und auch die Materie in sehr geringem Ausmaß nur vorhanden ist in den meisten Sichtrichtungen. Aber dieser Bump ist leider, der ist auch unterschiedlich, je nachdem, wo man hinschaut. Das ist auch ein Problem im Optischen, dass sich diese Kurve sehr stark verändern kann, je nachdem, in welche Richtung man schaut. Das ist im Infraroten, haben wir das Problem nicht. Da ist jetzt sehr gut eigentlich schon gezeigt, über viele Arbeiten hinweg, dass die Form der Kurve in diesem Bereich sich kaum ändert. Ich habe da selbst eine Arbeit darüber geschrieben, in Orion, dass sich die Form dieser Kurve in ganz extremen Situationen nur um so ungefähr 1% oder so verändert, also komplett vernachlässigbar. Im Optischen ist es aber ganz anders. Da gibt es diese Parametrisierung über diesen Wert der Extinktion, über den Farbexzess, dieses R, was du vielleicht kennst aus den Vorlesungen. Da kann man diesen Bump auch charakterisieren, je nachdem, wie stark der ausgeprägt ist oder wie weniger stark. Auch danke für die Einladung.